Tuck, 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 tuck. Tuckeli-tuck. Ich hab schon gedacht. Was ist jetzt wieder los? So, mein Freund, du kriegst mal ganz kurz hier die Arti aufs Dach geschissen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Steht der wahrscheinlich direkt in meinem Haus, oder? Ja, sollte eigentlich. Schau, dass keiner von der Seite kommt, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Oh Gott. Guten Tag. Never mind, das war ein Wrack. Ah. War der gegen das Fass oder was? Das war. Lol. Es ist halt so faszinierend, wie bitter schlecht diese Munition eigentlich da ist. Siehst du ja selbst. Ja, auch hier eigentlich wandernd erschlagen. Ja. Hier jetzt mal durchgekommen, aber ich denke, da sieht man eigentlich ganz gut, wie scheiße. Ah, okay. Ja, jetzt aber. Nach dem 10-fachsten Mal totpieken, hat dann auch die Munition mal ihre Wirkung gezeigt. Ah, jetzt! Ja. Ich denke, auf so Situationen ist der Panzer perfekt, ne? Aber bei offenem Gelände oder wo es sehr hoch möglich ist, wie also auf Kursk, wo man halt, keine Ahnung, ob das Team, was hier so angewiesen ist, aber. Wenn es so viel freie Fläche ist, ist der Panzer komplett lost. Ich meine, die Mobilität, 10 Jahre brauchst du, um irgendwo hochzukommen. Und dann freust du dich, dass du endlich mal hier das erste Haus siehst und dann. Boop. Ah, okay. Bisschen vor. Wer meint. Na ja, gut. Da sind wir wieder zum Thema. Schön. Ich glaube, ich muss schon fast immer den Motor ziehen bei den Dingern, ey. Ist auch egal. Steht. Stehst du, Bruder? Okay, gut. Komm, der verschätzt sich, Idiot. Ja, bei sowas ist der Panzer einfach perfekt, ne? Dafür ist er einfach perfekt. Wenn die Leute einfach einen so nett vor die Flinte fahren, dann nehmen wir das doch gern mit. Ich stelle mich jetzt hier vor die Häuserwand. Und ich vielleicht nicht gerade direkt in der
Ja. Ist doch gut. Wahrscheinlich so ein Panzer 2, ne? Oh, ja. 11 Sekunden, das geht ja noch. Kommt er jetzt von der Seite wieder raus? Safer kommt da raus. Aha. Wen haben wir denn da? Ach, bitte sagst du, dass die Kanone ja komplett beschädigt ist. Was habe ich gesagt? Oh, kommt einer hochgefahren. Feuer. Das war aber, glaube ich, nur sein einer Spritkanister. Schade. Okay, durch die Wand geschossen, trotzdem noch einigermaßen Critical Hit gemacht. Das ich jetzt hätte gedacht. Ja. Sehe ich schon. Beim Crossen hier kriege ich das wahrscheinlich so eine hart aufs Maul. Komm! Jawohl. Kurz die Mauer zerschießen. Ja. Fällt doch gerade auf, ich habe da gleich einen Wohn. Kleines Munitionsproblem. Ist natürlich nicht so geil. Aber gut. Bitte, jetzt hört hier keiner. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich will hier noch reinkommen. Danke. Ich hab schon gedacht, das war der gewesen. Ich will überlegen, ob ich ihn da zurückfahre, weil da keiner von uns steht. Mache ich jetzt auch. Aber, bevor wir das machen. Oder vielleicht auch nicht. Bye bye. Erstmal kurz Munition auffüllen. So auf die 15, ne? Die sollte dann passen. Perfekt, und jetzt Abfahrt nach unten. Perfekto. Ah. So. Der wilde Haufen kommt ja auch schon entgegen. Ein bisschen angewinkelt stehen. Panzerung bis aufs Maximum ausnutzen. Bringt natürlich bei sowas nichts, ne? Kennt's. Oder hier ungefähr. Kommt jetzt natürlich keiner helfen.
er will natürlich erstmal unsere Kanonen vergewaltigen. Bitte jetzt nicht mehr drauf schießen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Bitte jetzt nicht auf die Kanone. Bisschen Terwiggeln. Genau, ein Terwiggeln einfach, damit er kein festes Ziel hat. Ich denke mal, das zeigt eigentlich die ganzen Stärken oder das, was der Panzer kann in den Situationen, einfach perfekt. Panzer ist lahm. Gute Feuerrate, wenn man so möchte, aber dafür, ne? Mobilität auf jeden Fall eine Schildkröte. Echt jetzt? Was wollen die denn alle in dieser Scheißfabrik immer? Und hier juckt auch keine Sau. Also, here we go again. Fahren wir wieder zurück. Ja, schade. Schweden sind halt extrem stark mit der Durchschlagskraft. Ach, er steht hinter der Mauer, der meint. Ich will auch noch. Ja, komm, komm, komm. Er ist das gefährlichere Problem. Das größere. Kurz den Motor abknallen, damit er ganz brav stehen bleibt. Und weg. Ja. Das ist halt der Vorteil, wenn man eine gute Feuerrate, wie auch immer, hat. Wo stehst du? Stehst in der Fabrik hier drin, kann das sein? Der ist doch kaputt oder bin ich jetzt komplett los? Hm. Aha. Schade. Hätte der Mutter sein sollen, aber gut. Ja, dunkle Geschwindigkeit auch hier. Nicht gerade wirklich vorteilhaft. Das tut so ein bisschen den Panzer einschränken. Ich weiß, ob der Panzer 3 wirklich mehr was ankam. Was denn hier? Willst du? Ja, natürlich willst du. Und jetzt ist er lost. Jetzt kann er im Prinzip nichts mehr machen. Ja. Und tschüss. Seit wann haben die denn diesen Kreiswerk gemacht? Ja, ne? Zwölf Kills. Oi, 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 oi. Sollte auch.